Seht her! Seht her, was ich gefunden habe. Diese wunderbar, wunderbar goldene Kugel. Ach, wie ist sie schön. Mann, Frosch, hau ab! Immer machst du alles nass und außerdem bist du so laut. Hallo Leute, schön, dass ihr alle da seid, aber ihr seid viel zu laut. Gleich kommt Dr. Grimm, kennt ihr den? Oh, Gott sei Dank, aber wenn ihr den kennenlernt, da könnt ihr euer blaues Wunder erleben, weil ihr schreit immer und ihr kreischt und ihr singt und ihr fuchtelt rum und seid mit allem laut. Und wenn der kommt, oh, hört auf, ich hab echt Schiss vor dem. Zwergnase! Zwergnase, wo treibst du dich schon wieder herum? Im ganzen Haus habe ich nach dir gesucht. Hast du denn schon die Blumen gegossen? Ja, Dr. Grimm. Und hast du auch schon das Abendbrot zubereitet? Na, natürlich, Dr. Grimm. Und hast du schon Staub gewischt? Ja, Dr. Grimm. Ja, also warum treibst du dich denn herum? Na, wir wollten uns doch treffen wegen... in der Tiere? Die Tiere. Diese verdammten sprechenden Tiere. Tiere können schön sein, wie die kleinen Vögelein. Tiere können auch nützlich sein, wie das Pferd zum Reiten. Aber Tiere sollten niemals sprechen können. Nur der Mensch allein sollte sprechen können. Nicht wahr, Zwergnase? Ja, Doktor. Unterbrech mich nicht. Allein der Mensch sollte sprechen können. Und was passiert hier? Hier im Wald der Märchen? Hase und Igel sagen sich gute Nacht. Einmal, ja? Einmal würde das ja gerade so noch gehen. Aber jede Nacht, das ist einfach zu viel. Diese verdammten sprechenden Tiere und ihre tägliche Lärmbelästigung, wie ich sie hasse. Sie müssen einfach weg. Dr. Grimm, wie denn? Wie denn? Na, die werden doch nicht einfach so gehen, wenn man sie fragen, oder? Fragen. Haben die mich etwa gefragt, ob sie so ungefragt sprechen dürfen? Nein, Zwergnase, die werden bestimmt nicht gehen, wenn sie mich fragen. Oder wenn ich sie frage. Also muss ihre Sprache gehen. Hä? Ihre Sprache? Wie das denn? Ja, mein lieber Zwergnase, da habe ich auch lange, lange drüber nachgedacht. Und? Mir ist tatsächlich eine Methode eingefallen, wie man diesen Viechern ihre Sprache wegnehmen kann. Das lachst du denn schon wieder so dämlich? Los, an die Arbeit! Es gibt noch viel zu tun!